Ich wollte da nochmal gucken, war da was? Ein Ab. Oh oh. Das hätte es mir fast das Leben gekostet, dieses Ab. Daher springen! Ach Mario, du Arschloch! Auf ein neues, Leute, auf ein neues. Aber die Maus ist im Bild, die muss natürlich weg. So, hatte ich die letzten Part auch schon im Bild? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall das Spiel jetzt neu gestartet. Verdammt. Fängt schon wieder super an. Fällt mir nichts mehr ein. Ich habe auf jeden Fall das Spiel neu gestartet jetzt. Damit die Leckerei aufhört. Aber deswegen ist es nicht einfacher. Leckt halt nur weniger. Nur noch 8 HP. Nur noch 3 HP. Wird wohl gleich mal ein Ende kommen. Dauert nicht mehr lang. Dauert nicht mehr lange. Vielleicht schaffen wir es ja zum Checkpoint. Ja, genau. Komm, das Rom macht mir ein Gar aus. Na gut. Folge. Und ab dafür. Und ab dafür. Hammer, Bruder, altes Luder. Verdammt. Diese scheiß Feuerlanzen hier. Danke. Danke, danke, danke. Nur noch 7 HP. Doschtens Tod mit Ansage. 7 HP. Hey, hier muss man wahnsinnig schnell sein. Oh, genau. 4 HP ist ja nett. 4 HP ist mega nett. So fast super. Alles kein Problem. Verdammt. Verdammt, verdammt. Challenge pur, hätte ich gesagt, ne? Challenge pur hier, dieses Level. Aber wir knacken das. Früher oder später. Ja, wahrscheinlich eher später wie früher. Aber wir knacken das. Vielleicht nur so 10, 12, 15 Parts, aber wir schaffen das. Ach, komm schon. Vielleicht sollte ich es so machen wie andere Let's Player. Are you serious? Aber das ist halt überhaupt nicht mein Ding, ne? Das ist halt überhaupt nicht mein Ding. So. Konzentration, Doschen. Kriegst du das zusammen? Kriegst du das hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich dieses Level schaffen will. So, 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 das war doch super. Heili, geili. Ich muss nur noch zum Checkpoint kommen. Aber so weit war der ja nicht mehr weg. So weit war der ja nicht mehr weg hier. Check the point. Wo ist er denn? Der kam, glaube ich, jetzt nach diesen grünen Platten. Genau. Ach genau, dich muss man auch noch einsammeln. Alter Schwede, Hotheads. Wo ist Check the Point? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo war ein Check the Point? Verdammisch. War da nicht irgendwas drin hier? Energie. Energie ist weg. Verdammte Kugel, ey. Verdammte Lava-Kacke-Kugel. Mann. Hat mich nicht zu meiner Energie gelassen, aber hier ist Check the Point. Hier ist er gewesen. Das heißt, im nächsten Lebenverlust haben wir sowieso wieder volle Energie. Da ist es nicht ganz so tragisch. Ach komm schon, ich dachte, ich stehe sicher. Falsch gedacht. Falsch gedacht. Na gut.
Ein weiterer Rückschlag. Auf einer Liste von Hunderten von Rückschlägen. In diesen und in vielen, vielen anderen Let's Plays. Was soll's. Geh halt weg, Alter. Der ist mies. Der ist mies platziert. Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Ich muss ja da lang. Knochenbrocken, hau ab. Mann. Ach, komm schon. Ich wollte da nochmal gucken. War da was? Ein Ab. Oh, oh. Das hätte es mir fast das Leben gekostet, dieses Ab. Daher springen. Ach, Mario, du Arschloch. Er wollte nicht springen. Er wollte einfach nicht springen. Er springt einfach nicht. Er tut nicht das, was ich ihm sage. Ja, möglich, dass ich es einfach nicht gesehen habe. Und in Wahrheit schon gar nicht mehr auf dem Boden stand. Und er deshalb nicht gesprungen ist. Alles möglich. Alles durchaus möglich. Oh, verdammt. Jetzt wollte ich sagen, jetzt ist er hier weg, ich komme rüber. Und dann springt er diagonal in die Lava. Jetzt sind wir wieder gleich im Over. Leck mich doch. Leck mich doch. Ich habe jetzt keinen Bock zum Schneiden, Leute. Ich habe keine Lust zu schneiden. Weil es kein Special Hardcore Level ist. Das ist ein ganz normales Scheiß-Level. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso komme ich dann immer auf die Plattform hoch? Das gibt's doch nicht, Alter. Was ist denn das? Die Optik in dem Game macht mich wahnsinnig. Jetzt dürfen wir den Scheiß nochmal machen. Und schon lädt's wieder ewig lang. Das heißt, es dauert nicht mehr lang. 2, 3 Tode noch. Und dann leckt's wieder wie blöd. Leckerei. Ja, mit ein bisschen Glück merkt man es in der Aufnahme gar nicht. Aber nur mit ein bisschen Glück. Als hätte ich schon jemals Glück gehabt beim Let's Playen. Dosch, du bist ein Träumer. Warum? Warum ist jetzt der Warum ist jetzt da meine Scheißwolke weg? Warum? Warum wurde ich getroffen? Warum? 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 Nicht aufregen, Dosten. Hinnehmen, hinnehmen. Das Spiel ist so. Das Spiel ist einfach so. Es ist natürlich möglich, dass diese Paper-Optik hier suboptimal ist für ein derartiges Game. Und dass sie da lieber eine normale Optik hätten nehmen sollen, aber dann wäre es halt wieder einfach nur nachgemacht und kopiert. Und gerade diese Paper-Optik macht das Ganze ja einzigartig. Arschloch. So, wir sind immer weit weg vom Checkpoint. Ja, zum Checkpoint komme ich ja schon ganz gut, ne? Wenn ich hinkomme. Wenn ich hinkomme zum Checkpoint. So. Wenn ich hinkomme. Das ist ja auch noch nicht gesagt. Danke. Hotheads des Todes. Die Arschkrampe. Die Arschkrampe ist auch da. Ich hole mir jetzt Check the Point, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Check the Point. Oh, dann komme ich nicht mehr zurück, weil die grüne Plattform verschwindet. Na gut, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ich wollte jetzt erst Checkpoint aktivieren und mich dann um die Energie kümmern, aber das geht nicht. Die wussten schon, was sie da tun. Die Entwickler. Die haben gesagt, nee, das machen wir anders. Entweder ihr holt es gleich oder gar nicht. Alter, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Jetzt ist er wieder irgendwo hingesprungen. Nur nicht dahin, wo ich hin wollte. So, Feuerbruder geownt. Jetzt den ganzen Spaß hier nochmal. Ich muss ganz vor. Ganz vor, so weit vor wie möglich. Um mich dann trotzdem treffen lassen. Ja, leck mich doch. Hier war es ab drin, das holen wir uns noch. Aber erstmal den Knochen trocken bäschen. So, das ab holen wir uns. Schon ist er wieder da. Jetzt abholen wir uns
bin ich am Game Over. Ups. Das ist schon böse. Das ist so mies gemacht. Die eingeschränkte Sicht ist so böse. So, ich würde halt schon gerne mal in dieses Loch da springen. Weil mich interessieren würde, ob da nicht der Grünstern drin ist. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Wie mache ich das? Ich muss springen. Und dann dreht er sich in der Luft. Es dauert ewig lang, bis der abtaucht. Ah, es ist schon irgendwie machbar. Mit richtigem Timing? So nicht, Alter. So nicht. Jetzt ist er oben hängen geblieben. Ach, komm schon. So, dann gucken wir hier mal. Ich muss dann darüber. Vorausgesetzt, ich werde nicht beschossen. Nein! Durch die Plattform! Habt ihr das? Der ist durch die Plattform durchgeflogen, als wäre sie gar nicht da. Geil. Geil. Ich wollte ja eigentlich nie Negativwerbung machen für das Game, weil ich es klasse finde, aber das Spiel macht Negativwerbung für sich selbst. Arschloch. Da kann ich mal was dafür. Das tut das Spiel von selbst. Und das momentan nicht schlecht. Nicht gerade wenig. Kann ich nichts für, DJ Coco. Das liegt nicht an mir. Oh Mann, mein Ab. Ach, Menü. Geht es ab in die andere Seite? Hast du keine Chance, das zu holen? Geil. Geil gemacht. DJ Coco, super. Großes Lob an dieser Stelle. Also, Spieler verarschen hast du drauf, habe ich schon gesehen. Ja, wäre Mario Maker nichts für dich? Mit Sicherheit. Oh. So. Hammer. Wir sind da durch und nu. Alter Schwede. Ja, genau, Alter, was ist denn das? Was ist denn das? Was doch keiner? Ich dachte, der fällt wieder zurück. Alter, was ist denn das? Merkt man mir an, dass mich das Level langsam rasend macht? Merkt man das? Bissle, oder? Bissle. Und jetzt mal wieder Zeit für meine Herztropfen. Definitiv ist das ein Level für Ratiofarben. So. Kriege ich jetzt das ab? Ja, Hammer. Wir haben es abbekommen. Hammer. So. Jetzt müssen wir dann gucken, wie wir das hinten deichseln. Da muss man wahnsinnig schnell reagieren. Gut, das kann man natürlich schon, wenn man es vorher weiß. Aber wer rechnet denn damit, dass das Teil unter dem Gitter durchfährt? So, das war so. Okay. Bleibt er da wieder stehen oder wieder hängen? Gerade so. Aber wenn man hier Monty verliert, hat man doch auch ausgeschissen in dem Bereich. Kommt jetzt hier nochmal was? Okay. Und was soll man jetzt da tun? Ah, ich kann da nicht drüber. Alter Schwede. Wie soll das gehen? Der bleibt doch in der Luft stehen, wenn man auf diese Buddelfunktion drückt. Der springt da hoch und dreht sich im Kreis und dann buddelt er sich ein. In der Zwischenzeit geht auch die Plattform weiter. Wie soll das funktionieren? Hätte er höchste Programmierkunst erwischt.
Ja. Ich weiß ja, dass sich das in den Köpfen der Entwickler immer wahnsinnig lustig... bestimmt stellt man sich das wahnsinnig lustig vor, so eine Mechanik. Aber Leute, wenn ihr ein Spiel programmiert, probiert ihr das vorher nicht selber aus? Oder ist es wie mit allem, dass man sich denkt, ach, das passt schon. Das passt schon. Die sollen sich denn aufregen, die sollen froh sein, dass wir so ein Spiel machen. Das passt schon. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich. Gut, so große Entwicklerstudien, die haben wahrscheinlich ihre Probespiele, die das Game immer wieder testen. Nicht geht's da lang. Ich hab auf Monty keinen Bock mehr. Und auf die gläserne Plattform hier auch nicht. Und, das gibt's doch nicht. Das geht, ne, Alter, jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr auf das Level. Das geht nicht. Mega übertrieben, Leute. Mega übertrieben. Es ist noch nicht mal der Schwierigkeitsgrad des Level an sich, der mich zu Weißblut bringt, sondern die nicht funktionierenden Mechaniken. Hier muss man auch permanent getroffen werden, wenn er da vorne steht. Es geht nicht anders. Was soll ich machen? Was soll ich denn sonst machen? Danke. Danke. Und schon leckt's wieder wie blöde. Leckerei ist wieder dabei. So, jetzt springe ich hier mal rein aus Neugier. Nein, da ist er tot. Hätte sein können, dass er da drin den Stern verstecken. Ich trau's ihnen ja zu. Fair ist anders. Aber nein, da war kein Stern. Sowas weiß man nur dann, wenn man es probiert. Und ich habe es probiert. So. Danke. So, rauf da. Den hier bashen. Ab, ab, ab. Wird nix. Das Ab ist in der Lava verschwunden. Wo geht es eigentlich hin? In Arbeitsspeicher und fängt an, hier rum zu lecken. Stimmt's? Alles, was getötet wird und so weiter, landet im Arbeitsspeicher. Und macht das Spiel laggy. Also auf ein neues hier, Monty. So. Grazo. Jetzt muss ich mir überlegen, wie wir das machen. Hier geht's noch. Hier kann ich so machen. So, jetzt muss ich hier raus. Fuck. Und wieder schaffe ich es nicht. Am Rand buddelt das sich nicht ein. Nur in der Mitte. Geil. Na gut. Können wir mal Wetten abschließen, wie viel Parts oder Doschen noch brauchen. Arsch. Also ich glaube nicht, dass ich es in diesem Part schaffen werde. Und ich glaube nicht, dass ich es im nächsten Part schaffen werde. Dafür ist mir das hier einfach zu schwer. Zu krass. Danke. Ach komm schon. Ich denke, ich werde mindestens noch 3 Parts brauchen. Minimum. Minimum. Um überhaupt noch auf einen grünen Zweig zu kommen. Endbosskampf kommt auch noch. Hä, da ist eine Lücke? Ach, leck mich doch. Überraschung! Surprise, surprise! Seriously? Na gut.
Dodgen, bleib ruhig. Zock einfach. Und erfreu dich des Games. Aber ich kann es irgendwie nicht mehr. Dankeschön. Ich kann mich des Games nicht mehr so erfreuen wie am Anfang. Nimm's ab und stirb. Ist ab des Todes. Sind wir gleich wieder Game Over, Leute. Und ich kämpfe mich halt nur Millimeter für Millimeter nach vorne und nicht so, wie ich das gern hätte. Auf Marios Mütze, das Ding schaut ein bisschen aus wie ein H, aber nicht wie ein M. Vielleicht ist es Golden Mario, vielleicht ist es ja der Heinz. Komm, hau halt ab. Der ist doch auch auf irgendwas. Die Kugel. Hat auch wahnsinnig viel Freude dran, mir das Leben schwer zu machen. So, es abhaben wir. So, oh, ist das lecky jetzt mittlerweile. Leckerei. Ist richtig abgehackt. So richtige Frame Drops. So. Wir gehen mal wieder zum Monty. Nicht geschafft. Fuck. Das heißt, wir machen hier die Wolkenkacke. Das ist doch nicht möglich, Alter. Das ist doch gar nicht möglich. Wollt ihr mich verarschen? Da kommt man nicht hinüber. Und eine andere Plattform sehe ich nicht. Es sei denn, ich muss das von der Plattform aus machen, auf der die Kackprimel ist. Gut, probieren wir dann mal aus. Halt, halt, halt. Langsam. Langsam. So schnell schießen die Preisen nicht. Ich würde ihn ja gern abballern. Aber er lässt sich nicht abballern. Dankeschön. Ach, dankeschön. Gebt mir das eine nicht auf den Sack, gebt mir das nächste auf den Sack. Hat einer von euch eigentlich Programmierkenntnisse und kann mir mal logisch und schlüssig erklären? Mit Worten, die auch ein Idiot versteht, bitte. Ich bin nämlich kein Programmierer. Kann mir einer erklären, an was es liegt? Dass so ein Spiel lecky wird, wenn man stirbt. Also es wird ja immer wieder neu geladen und da muss ja irgendwas passieren. Würde mich nämlich mal interessieren. Nur mal so aus technischer Seite, aus technischer Sicht. So. Er dreht. Er dreht immer. Man kann das Drehen auch nicht irgendwie verändern oder ungeschehen machen. Das ist kurios. Hier geht's. Mann, das Ding bleibt kurz stehen. Das muss ich mir zunutze machen. So. Komm, ist da nochmal eine? Leck mich. Ich hätte hier unten bleiben sollen. Alter Schwede. So. Wisst ihr was, Leute? Ich habe zwar noch Leben, aber ich habe keinen Bock mehr jetzt. Ich gebe jetzt offiziell für heute auf. Den Part seht ihr eh erst in ein paar Wochen. Und bis dahin habe ich Zeit, mich von diesem Spiel zu erholen. Oder von diesem Level, besser gesagt. Und vielleicht nehme ich es in ein paar Wochen nochmal in Angriff. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren vergessen. Oder den Blogger aktivieren. Und doschen ein paar aufmunternde Worte in die Kommentare schreiben. Und ich sag Servusle, bis zum nächsten Mal. Euer Doschen.